Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, hier haben wir unser neues Städtchen und es wächst und gedeiht. Und mir fällt gerade auf, allzu viele Fehlermeldungen, also das sind ja keine Fehlermeldungen, sondern Hinweise darauf, dass etwas nicht gut ist. Ja, haben wir nicht. Sehr schön, er hier halt. Ja, nicht genügend Kunden, genau der in der Mitte. Sollen wir den abreißen oder was machen wir da? Ich meine, ich kann ihm nicht mehr Kunden zuschaufeln, das geht nicht. Das wäre auch noch was, dass man denen hier sagt, sie dürfen nur hier einkaufen. Wäre aber ein bisschen, denke ich, unrealistisch. Ansonsten, ja, bin ich zufrieden. Also wir verdienen Geld, das sehen wir hier, und zwar ein Tausender in der Stunde. Was wir schon machen könnten, das hat der Gelle, ja, doch, er hat es eigentlich, glaube ich, genauso gemeint. Er hat schon geschrieben, dass wir hier schon mal gucken wegen den Fußgängern, dass wir hier schon mal eine Überführung machen oder so. Zumindest an den neuralgischen Punkten, und das wäre zum Beispiel sowas hier. Aber ich würde das ein Momentchen noch verschieben, im Moment geht's noch. Ich würde jetzt nicht Probleme bearbeiten, die wir noch gar nicht haben, sondern jetzt gucken wir erstmal, was wir nach und nach machen. Aha, da wartet jemand auf den Leichenwagen. Wir haben einen Friedhof, der ist hier unten. Und was wir auch haben, ist Nachfrage nach, ja, nach mittlerer Dichte, nach der Dichte, nach Gewerbe. Wir haben nach allem Nachfrage. Ja, dann machen wir doch mal. Ich würde erstmal noch mal ein Sträßchen gerne haben. Jetzt ist natürlich wieder das Problem dahingehend, wenn ich ein Sträßchen mache, haben wir wieder eine Kreuzung. Aber anders geht es halt nicht. Kann ich hier einfach eine Straße machen und die ist dann nicht angeschlossen? Das funktioniert halt tatsächlich auch nicht. Ich bräuchte noch eine Kurve. Dankeschön. Einmal zack so. Und dann düsen wir doch relativ gerade hier durch. Vielleicht mit der Kurve hier runter, dass wir hier reingehen. Dass wir dort nicht in die Parkplätze reinkommen. Das wollte ich jetzt eigentlich gerade so haben. Dankeschön, bitte bauen. Und dann machen wir hier noch was durch. So, dann können wir nämlich hier überall Sachen reinstellen. Und dann müssen wir die Kreuzung halt ein bisschen im Auge behalten. Jetzt würde ich hier tatsächlich mit mittlerer Dichte beginnen. Man sieht auch, da wird gleich gebaut. Halleluja. Dann machen wir hier dünner besiedelt hier noch ein bisschen hin. Und dann haben wir die Nachfrage vielleicht bereits erledigt. Jetzt fällt mir natürlich gerade auf. Ne, Parks haben wir noch nicht. Wir können hier noch nichts machen. Da müssen wir wieder was abreißen dann. Nicht so tragisch. So, hier hätte ich auch noch gern dünn besiedelt. So, damit das auch runtergeht. Dann kommen wir zum Gewerbe. Da sehen wir, das wäre hier hinten dann doch eher. Ist hier schon was? Ja, hier sind Häuschen. Jetzt hätte ich fast die Häuschen hier abgerissen. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier wieder eine Straße durchziehe. Wir kennen's. Dann ist das hier nicht mehr gelb. Ich weiß es jetzt schon. Also dann wird hier die Farbe wieder wechseln. Irgendwie in Richtung, keine Ahnung, aber nicht in Richtung, nicht in die Richtung, in die wir es brauchen können. So, das wäre mal so. Jetzt werde ich mich aber hüten, hier irgendwie allzu viele Kreuzungen zu machen tatsächlich. Wir machen das mal so und gehen hier rein. Wie viele Punkte haben wir eigentlich? 12. Das heißt, wir können hier bereits was freischalten. Gehen wir da rein. Und wir könnten ja mal gucken. Habe ich die Kreisel freigeschaltet? Ne, den kleinen hätten wir. Machen wir hier mal einen kleinen Kreisel hin. Okay, würde passen. Jetzt aber eben Gewerbe noch pflanzen. Wir pflanzen mal. Reicht das schon? Mal hier schauen. Die zahlen natürlich alle Steuern. Das ist alles... Ja, das bringt uns das Geld. Das ist ganz klar. Wir haben aber die natürlichen Ressourcen. Doch, guck mal, die sind jetzt auch freigeschaltet. Oh, hier haben wir Agrar. Also Dingens, da haben wir Öl. Hätte ich mit meinem Dingens. Hier könnten wir schon einen Bauernhof hinstellen. Das würde ich doch glatt machen. Also, machen wir. Spezialindustrie. Oh, ist noch nicht freigeschaltet. Aber guck mal, die Nutztierhaltung. Beliebigen Untergrund. Machen wir mal Nutztierhaltung. Ich würde das jetzt aber nicht hier machen, wo wir eigentlich die Landwirtschaft haben können. Sondern vielleicht hier hinten. Dass wir das irgendwo hier hinsetzen. Ne, ist eigentlich Blödsinn. Hier ans Wasserrand ist auch Blödsinn, weil das ist Land, was wahrscheinlich wertvoll wird. Hier unten. Machen wir hier doch was hin. Wir drehen dich noch ein bisschen. Sagen wir mal so. Die Straße kriegst du gleich. Hat's einmal hier hingesetzt. Sträßchen schnappen. Wo braucht das Ding den Straßenanschluss? Hier gerne. Mit einer Kurve. Wo gehen wir hin? Richtung Friedhof. Hier unten rein. Da haben wir gerade wieder ein paar Häuschen gekillt. Nicht so schlimm. Und hier geht's da rein. Sauber. Würde passen. Jetzt muss ich schnell gucken. Den Kollegen müssen wir natürlich noch sozusagen einrichten. Mit Gelände. Beziehungsweise wo er halt seine Nutztier-Viechers rauslassen kann. Und einmal ziehen. Ja, machen wir das in kleineren Schritten. Dann kriegen wir eine größere Fläche.
Weil wenn wir schon so ein Teil haben, ist natürlich, wie soll ich sagen, es ist am günstigsten. Man macht dann halt eine große Fläche, logischerweise. Ich möchte dort aber nicht ins Bauernzeugs rein. Ins Bauernzeugs, sage ich schon. So, einmal so. Und dann hier irgendwie das vielleicht noch zurück. Jawohl, und dann müsste das doch bereits gehen. Klappt das? Jawohl, das ist eine relativ große Fläche. Für die Nutztierhaltung, sehr schön. Könnten wir wahrscheinlich auch noch irgendwie ausbauen, oder nicht? Ne, hier unten haben wir kein Fenster. Dann lassen wir das mal so laufen. Dann ist das unsere erste Spezialindustrie. Ein Grundstein ist gelegt. Da leveln sie wieder. Sehr schön. Haben wir eigentlich Polizei? Ne, haben wir nicht. Da müssen wir noch was machen, eine Polizeiwache. Die kostet uns 160.000, sehe ich das richtig? Und wir haben 2 Millionen, wir haben Geld verdient. Gibt 300 EP. Eine Straße benötigt, ist klar. 38.000 Unterhaltskosten. Ja, aber wir brauchen natürlich eine Polizei, sonst haben wir irgendwann ein Problem mit der Kriminalität. Wenn ich dich hier hinsetze, das ist doch relativ weitreichend, das Ding. Okay, dann kommst du mal hier hin. Nö, überlappt. Was haben wir denn da wieder noch daneben? Irgendwas ist da im Weg, okay. Wenn ich dich hier unten hinsetze, ja, sind die Straßen auch grün. Also, dann ist hier die Polizeistation. Auch hier, ich würde jetzt nicht bereits hier das hier bauen. Was ist das hier? Eine Garagenerweiterung für mehr Polizeiwagen. Brauchen wir ganz einfach noch nicht. Wir haben 1600 Einwohner. Wir brauchen andere Sachen. Zum Beispiel, Moment, gar nichts. Hier wird aber schön gebaut. Das Gewerbe entsteht hier. Ja, läuft. Sollen wir vielleicht doch hier schon... Das Problem ist natürlich jetzt hier irgendwie eine Personenüberführung zu bauen. Kostet halt auch wieder Geld. Haben wir denn das schon freigeschaltet? Doch, das hätten wir. Asphaltweg. Also das könnten wir machen, dass wir hier tatsächlich irgendwie rübergehen und die Fußgängerstreifen kappen. Wobei, ich muss gestehen, ob das hier jetzt... Wie soll ich sagen? Ob das jetzt Zukunft hat? Das glaube ich auch nicht. Also hier irgendwie diese Abfahrt, die ist irgendwie auch eher schräg. Einfach mal irgendwie in die Straße rein. Und dann haben wir hier die Kreuzung mit der Ampel. Ich würde es hier lassen. Es ist aber klar, dass das hier eine Main Street ist sozusagen. Und dass wir hier wahrscheinlich wieder Stau kriegen früher oder später. Im Moment noch nicht. Aber ich habe zu Beginn gesagt, wir sollten uns nicht um Probleme kümmern, die wir noch nicht haben. Also ich würde das tatsächlich lassen. Schön hier hinten, wie hier gebaut wurde. Das haben wir in der letzten Folge schon gehabt. Hier wird auch gebaut. Freut mich auch. Hohe Häuser. Ja, passt. Dann gehen wir doch mal auf Tempo. 28 Grad. Wow, es ist Sommer. Genau, hier wollte ich schnell gucken. Ne, Blödsinn, hier. Wir haben nicht 12 Punkte, wir haben deren 6. Das ist aber schon mal ordentlich. Kreisverkehr. Wir machen das mal, dass wir den freischalten. Wir haben den zwar gehabt, aber nur in der kleinsten Stufe. Erweiterter Straßendienst wäre sicher auch nicht unwichtig. Schalt nochmal frei. Dann beim Strom... Notstromaggregat brauchen wir gerade nicht. Wasser haben wir. Krematorium ist mir zu teuer. Bringt ja nichts, wenn wir das freischalten, da können wir es uns nicht leisten. College ist auch zu teuer. Schutzraum brauchen wir nicht. Sozialamt, was macht das gleich nochmal? Bietet finanzielle Unterstützung für Bürger mit niedrigen Einkommen, wodurch sich deren Wohlbefinden erhöht und die Wahrscheinlichkeit für wiederholte Straffälligkeit senkt. Ja, wir haben ja Polizei. Lassen wir das mal. Hier haben wir die Schule. Wir können ja mal schnell hier durchgehen. Gesundheit. Ist okay. Dann haben wir hier Abfallwesen. Müllverarbeitungsstatus. Oh. Null? Wir haben doch eine Mülldeponie-Dingens gebaut, oder nicht? Hier hinten. Oder wollte ich das nur? Haben wir noch nichts Mülliges? Das ist das Kohlekraftwerk. Oh, ich habe hier mit dem Müll vergessen. Ich dachte, ich hätte das gebaut. Das ist alles nur Industrie. Ja, dann schauen wir mal schnell. Was haben wir denn? Abfallwirtschaft, beziehungsweise das ist eine Mülldeponie. Müllwagen. Passt du hier hinten hin, wenn ich dich ein bisschen drehe? Wir müssen dann die Straße da noch rankriegen. Straße benötigt. Oh, neues Gebäude. Corundum Condors. Ein moderner Klassiker, der ein Lächeln auf die Gesichter seiner Bewohner zaubert. Wäre aber auch kleiner Mann. Aber ich muss natürlich für die Mülldeponie... Ja, ich mache die hier unten hin. Wir brauchen da ein bisschen Platz, das ist ganz klar. Was ist denn hier im Weg? Ach, die Autobahn. Oh, und guck mal, jetzt kriegen wir hier bereits den ersten Stau. Okay, da müssen wir gucken. Wir brauchen den Müll, aber ich werde jetzt trotzdem schnell schauen. Ja, den Kreisel kriegen wir hin. Dann machen wir den auch. Ich hoffe, es hilft ein bisschen, aber das hier ist natürlich keine Lösung, hier mit dem da reinfahren.
Das müssen wir ändern. Ich könnte schon eine Kachel kaufen. Macht das Sinn? Hier unten möchte ich eigentlich auch noch Industrie haben. Ich würde sagen, wir machen folgendes. Wir ziehen hier eine Straße lang. Sogar ein bisschen hier rauf. Die Kurve noch schnell aktivieren. Ja, da oben haben wir das erste Stauproblem. Guck mal einer an. Und dann irgendwie in die Richtung. Bad. Okay, haben wir. Und jetzt Kollege Müll. Ja, kommt hier hin. Ganz weit weg. Bad, einmal den. Und dann machen wir hier mal den. Das geht sogar. Guck mal hier, das geht. Aber da habe ich wieder keine Einzeichnung. Das geht eben doch nicht. Ich mache es anders. Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist einfacher. Man macht so, dass man da nochmal anfängt. Weil guckt, jetzt haben wir nämlich die Einzeichnung, dass da tatsächlich dann eben auch der Müll gelagert wird. Das ist ja genau, was wir wollen. So, und der kann hier rumdrecken, das ist uns egal. Weil hier wohnt keiner und die Luft, die zieht ja in die andere Richtung. Kann ich hier auch noch? Jawohl, so kann ich noch. Und dann passt das. Relativ ordentlich, würde ich sagen. Da kommen auch schon die Müllfahrzeuge, die ziehen los. Habe ich tatsächlich nicht gemacht gehabt, okay. Gut, aber jetzt haben wir es. Hier hinten der Stau. Sollen wir uns jetzt allen Ernstes bereits um Stau kümmern? Ne, guck mal, ist weg. Das mit dem Kreisel hat bereits erste Wirkung gezeigt. Das ist schon mal schön. Nachfrage. Gewerbe. Ja, hier hinten haben wir ja Platz. Ich schau nochmal schnell. Grün ist es nirgends. Hier würde Gewerbe noch hinpassen. Hier bauen sie auch bereits. Hier ist es noch ein bisschen. Da machen wir hier das Gewerbe hin. Ja, bauen sie auch gleich. Und Schlurz geht das zurück. Relativ zügig. Und wohnen möchten wir noch. Und zwar dünn besiedelt wohnen. Dann wohnen wir mal dünn besiedelt. Tragen wir das hier mal noch ein. So, geht das schon zurück? Müsste? Ein bisschen. Okay, dann nehmen wir das hier noch mit. So, dann geht es mit Sicherheit zurück. Und jetzt kommt das Gewerbe wieder. Zieht wieder davon. Machen wir das noch. So, dann sollten wir das ungefähr haben. Jawohl, hält sich ein Gleichgewicht hier unten. Ist okay. Leichenwagen, wir haben einen Friedhof. Passt. Hier die Arbeiten. Gibt es da auch zusätzliche Sachen? Ermöglicht der Mülldeponie einen größeren Fuhrpark. Mehr Müllwagen. Brauchen wir im Moment nicht. Eine Sondermüllsammelstelle. Sammelt Sondermüll und ermöglicht eine schnellere Müllverwertung. Kostet halt 27.000. Und nochmal 30.000 im Monat, würde ich lassen. Hier sind wir bei 1.200 pro Stunde, die wir verdienen. Ja, das ist alles okay, denke ich. Den Stau hier haben wir jetzt auch schon mal beseitigt. Ja, hier wird halt geparkt, gemacht, getan. Das ist aber irgendwie ein schöner Teil der Stadt, finde ich hier. Und irgendwann kommen hier natürlich dann die hohen Häuser. Aha, ulala. Ayuto, Feuer. Moment, Feuerwehr haben wir. Habe ich eine Feuerwehr gemacht? Ich habe noch keine Feuerwehr. Okay, dann gibt es eine Feuerwehr. Und die mache ich doch glatt hier in die Nähe. Bat, einmal Feuerwehr. So, ist natürlich ein bisschen, wie soll ich sagen, wir machen die Feuerwehr einfach dorthin, wo es brennt. Ja, wie sollen wir es sonst machen? Ich setze die jetzt natürlich nicht, weiß ich nicht wohin. Aufwertungen. Mehr Platz für Löschfahrzeuge brauchen wir nicht. Wir brauchen ein Löschfahrzeug. Es wäre schön, wenn das rausfahren würde. Oder ist es schon? Nee, hier fackelt es fröhlich in der Gegend rum. Oh, nicht, dass das übergreift. Hier der Baum. Jetzt brennt das hier. Da kommt die Feuerwehr. Da ist sie doch. Da steigen wir doch glatt mal kurz ein, so gut wie es geht. Kollege Hartweg. Ja, und dann sehen wir. Eigentlich müssten sie löschen. Lösch mal. Weil sonst fängt das hier hinten auch noch an zu brennen. Guck mal, das wird hier tatsächlich, das wird gefährlich hier. Das ist weg. Das müsste noch weg. Oh, im Rauch drin geht die Performance dann ein bisschen flöten. Nicht davonfahren, Kollege, du bist noch nicht fertig. Nein. Wo baut er denn ab? Wir könnten natürlich das hier abreißen einfach. Das haben wir schon mal getestet. Das geht tatsächlich. Dann ist der Brand natürlich auch weg. Aber das finde ich ist irgendwie ein bisschen cheating. Aber wie die Performance flöten geht, wenn hier etwas brennt, ist ja schon grauselig. Eieiei, okay. Da ist der Rauch irgendwie zu. Und warum fährt der? Der kann doch jetzt nicht einfach wieder abhauen hier. Kollege. Haben wir hier nur ein Löschfahrzeug? Das kann ja wohl auch nicht wahr sein. Das müsste ich ja nicht sehen. Achso, ich brauche mein Hart wieder. Löschfahrzeug, Angestellte 8, Lärm, aktive Fahrzeuge, 1 von 4. Warum das denn? Wo sind denn die anderen? Dieses Gebäude entsendet Fahrzeuge, um in der Stadt ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Anzahl der aktuellen dienstbefähigen Fahrzeuge verändert sich automatisch mit den Bedürfnissen der Stadt. Aha. Wählen Sie ein Fahrzeug aus der Liste aus, um sein individuelles...
Ich würde ja gerne, aber das Fahrzeug macht gerade Pause, während hier hinten die halbe Stadt abbrennt. Ist es denn wahr? Ich glaube, ich reiße das tatsächlich ab. Oder kommt der nochmal? Wir gehen mal auf Tempo. Da müsst ihr wieder rauskommen. Das ist doch... Also ich... Jetzt ist es eh zusammengebrochen. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein Bedürfnis, was wir hier haben. Nämlich den Brand zu löschen. Ich reiße das mal ab. Objekt abreißen? Oh, geht nicht. Okay. Das ist interessant. Haben sie das nochmal irgendwie nachgepatcht? Kann ich es jetzt wieder aufbauen? Löschfahrzeug. Unterwegs zum Ziel. Aha. Ja, jetzt muss nichts mehr gelöscht werden. Jetzt ist es ja wieder heile. Gut, dann haben wir auf die Hardcore-Variante jetzt noch eine Feuerwehr hingestellt, weil wir gemerkt haben, wir brauchen da doch eine. Gut, Polizei haben wir, Feuerwehr haben wir, eine Grundschule haben wir. Das würde alles passen. Ich wollte aber mal schnell durchgucken. Ja, das ist noch in Ordnung. Feuer, durchschnittliche Brandgefahr ist im grünen Bereich, das freut mich auch. Arrestverfügbarkeit bei 0, wir haben natürlich noch kein Gefängnis. Die Kriminalitätswahrscheinlichkeit ist aber verschwindend gering, das ist schon mal sehr gut. Das freut mich natürlich. Wie sieht es aus bei der Gesundheit? Ist auch okay. Dann haben wir den Strom, die Produktion ist auch in Ordnung. Und was haben wir denn sonst noch, Kollege? Wasser ist auch in Ordnung, Wasserhandel. Ja, wir können natürlich mehr Wasser, nicht mehr Wasser mit 2 E, sondern mit H, also mehr Wasser machen. Und dann könnten wir das verkaufen. Aber hier, guck mal, sie Level machen und tun. Und er hier hat immer noch das gleiche Problem. Allen Ernstes, er hat keine Kunden. Den werde ich jetzt dann demnächst mal, glaube ich, canceln hier, den Kollegen. So, weil ich glaube nicht, dass das irgendwann nochmal bessert. Wie ist der Stau hier vorne? Gut, also der Kreisel hat viel gebracht. Oh, wir sind eins weitergekommen. Sehr gut, wir schließen das. Mir fällt gerade noch ein. Ich gehe mal zurück mit dem Tempo. Wir haben noch ein Spezialgebäude gekriegt. Das war aber hier. Und zwar das Teil hier. Corundum Condors. 4%, nee, plus 4 Wohlbefinden in einem Umkreis von 1 Kilometer. Irgendwie hier rein und eine Straße dazu. Das müsste denen eigentlich helfen. Das machen wir doch, glaub mal. Bad. Sehr gut. Eine Straße dazu. Da könnten wir jetzt eigentlich sonst was. Ach nee, haben wir noch nicht. Oder Moment. Doch, haben wir hier. Eine Schotterstraße. Oder eine Gasse. Eine enge zweispurige ohne Bürgersteige. Wir machen mal sowas hier hin, dann haben wir die Straße auch und dann geht das hier irgendwie rein. Jawohl, es ist angeschlossen und in die andere Richtung können wir eigentlich auch noch. Ja, da muss ich irgendwie... Die Kurve habe ich ja aktiviert. Ich muss doch hier eine Kurve hinkriegen. Aber nicht so eine komische. Komm, mach eine vernünftige, schöne Kurve. Jetzt. Und dann irgendwie da rein. Da überlappt was. Da ist irgendwas im Weg. Da ist nochmal was im Weg, aber so geht's. Bats, sauber. Dann haben wir das auch gemacht. Dann können wir hier einzeichnen. Und zwar, da würde ich tatsächlich nochmal kurz das hier machen. Dünn besiedelt. Wo ist die Industrie? Die fängt da hinten an. Da könnten wir hier nochmal, ja, wir brauchen sowieso nochmal Gewerbe. Ich wollte gerade nochmal einen Puffer machen. Allerdings viel Platz haben wir hier nicht. Dann können wir das lassen. Noch mehr Gewerbe. Wir brauchen bereits weitere Straßen, so wie es aussieht. Würde ich mal behaupten. Ja, es geht zwar ein bisschen zurück, aber dicht besiedeltes Wohnen, das hätten sie gerne noch. Wir schauen mal. Die Büros sind ja noch dazugekommen. Und hier unten, oh, die Parks und der Transport. Ja, das werden wir uns dann demnächst aber ganz schnell ansehen. Ich möchte aber nochmal dicht besiedelt haben hier. Da überall, wo wir noch nichts eingezeichnet haben. Da noch. Und hier ist eingezeichnet. Okay, dann können wir das so laufen lassen. Weil das dicht besiedelte geht hier schon ordentlich rauf. Ne, guck mal, das ist sogar hohe Dichte. Okay, wir können bereits die hohen Häuser bauen. Das ging jetzt relativ schnell. Also, hohe Dichte, wo kommt die hin? Ich würde sagen, hier unten. Wir machen hier eine Straße. So, da werde ich ja fast ein bisschen nervös. Ne, nervös nicht, aber irgendwie, oh, Freude. So, einmal so. Dann einmal hier lang, hier rauf. Oh, hier oben ist dann die Mühldingens. Da muss ich irgendwie, das müssen wir irgendwie verhindern, dass wir da hinkommen. Wir düsen hier mal nochmal zurück. Mit einer schönen Kurve. Und hier irgendwie nochmal runter. Und hier nochmal rein. Okay, also hier wird dicht besiedelt gewohnt. Da wird wahrscheinlich gleich gebaut, nehme ich an, bei der Nachfrage, die wir haben. Ja, da kommen sie schon. Man sieht es ja kaum, aber es ist tatsächlich so. Sie wollen hier dicht besiedelt wohnen. Könnt ihr.
Dünn besiedelt wollen sie auch, deswegen mache ich hier noch was hin. Dann geht das auch wieder zurück und das mit dem Gewerbe, ja, das regelt sich auch nicht von allein, müssen wir auch nochmal gucken. Aber eben, jetzt haben wir natürlich noch die Parks. Wie sieht es aus mit dem Geld? Oh, 10.000 in der Stunde verdienen wir. Okay, da können wir uns auch einen Park leisten. Erholung im Außenbereich, Unterhaltskosten 2.000, ja, das können wir bezahlen. Wo kommt ein Park hin? Ich würde mal sagen, irgendwo hier. Einmal so. Dann einmal Platz hier einer. Und hier hinten hätten wir auch noch gerne einen. Okay, wie sieht's aus? Hier beim Gewerbe und in der Industrie ist da nichts. Und hier hinten, hier sind auch Wohnungen. Kommt auch noch einer hin. Gut, dann haben wir das gesetzt. Wir haben genug Geld. Wir können das problemlos so machen, denke ich. Hier wird auch gebaut. Sauber. Wenn gebaut wird, ist okay. Brennt es hier schon wieder? Ne, hier ist was anderes. Der wartet auf dem Krankenwagen. Guck mal, was wir hier haben. Stau. Massiver Stau. Okay, wegen der Ampel oder warum? Ne, das ist im Prinzip eine blöde Zufahrt hier. Die nehme ich mal weg. Da sind wir da beim Thema, das sind zu viele Kreuzungen. Mach das mal weg. Das möchte nicht abgerissen werden. Ich habe schon den Bagger hier an der Angel. Da müsste ich das hier nochmal abreißen, damit ich das hier abreißen kann. Das ist ja auch deppert. Kostenrückerstattung. Ach, man kriegt sogar was zurück. Ich möchte aber nicht die Straße abreißen. Die ist doch okay. Aber guck mal, jetzt fahren sie wieder. Jetzt wo sie... da kommt gerade der Krankenwagen. Auch schön. Jetzt wo ich gedroht habe, dass ich die Straße abreiße. Die hier. Da kommen sie gleich... ja, dass sie den Stau wieder aufheben. Wir machen hier mal noch eine Querstraße. Ich weiß, es ist wieder eine mehr. Aber ich möchte denen sozusagen eine Alternative geben. Den da oben. Dass sie nicht unbedingt jetzt diese Straße nützen müssen. Und das Parken hier ist halt auch Mumpitz. Wobei wir kriegen kaum mehr Spuren raus, wenn wir das Parken verbieten. Das können wir auch nicht, aber wir könnten Bäumchen hinsetzen. Das würde gehen. Wie viele Leute haben wir? 2,6? Ja, und immer noch, oder schon wieder Nachfrage hier, massiv nach Gewerbe. Ganz krass. Wir haben aber jetzt auch so, dass das Gewerbe arbeitet. Wir haben hier einen einzigen, der nicht genügend Kunden hat. Damit können wir leben. Absolut kein Problem. Können wir hier noch ein bisschen Gewerbe hinstellen? Ja, wir sehen ja, ob die das mögen. Ne, hier ist nichts mit Gewerbe. Wenn, dann wieder hier hinten eher. Hier wäre auch ein guter Platz fürs Gewerbe. Das würde ich aber mal lassen. Jetzt haben wir hier halt die Wohnungen gemacht. Wir machen hier mal eine Straße runter. Irgendwie so. Na, Moment, gehen wir. Ne, gehen wir nicht. Irgendwie komme ich hier nicht raus. So komme ich raus. Da können wir eigentlich noch mal eine Kurve machen hier. Irgendwie so. Dann hier rauf. Ich hoffe, das ist immer noch irgendwie in dem Gelb, dass das Sinn macht. So, da im Bogen da rein. Gut, haben wir. Wir schauen mal schnell. Gewerbe. Ja, es ist nicht mehr. Doch, hier ist es immer noch ein bisschen gelb. Da machen wir das Gewerbe hier hin. Dann wird das hier prosperieren. Wie es so schön heißt. Gut, geht wieder zurück. Geht wieder zurück. Auch wunderbar. So, nochmal Kontrolle Geld. 10.000 in der Stunde. Plus. Brutto hätte ich fast gesagt. Nein, plus. Wow, wir verdienen 10.000 Dollar in der Stunde. Also, das läuft doch hervorragend. Wir werden... Halt... Wir werden wahrscheinlich relativ schnell wieder ein Verkehrsproblem haben. Das sehe ich tatsächlich auch. Wundert mich aber auch nicht, wenn ich hier Straßen nicht abreißen kann. Die mir nicht gefallen. Wie sieht es hier vorne aus? Ja, der Kreisel hier, der bewirkt Wunder. Also das hat tatsächlich jetzt einiges gebracht. Hier ist der Stau weg. Hier ist er normal, behaupte ich. Hier wird gewohnt, gemacht, getan. Hier wird noch gebaut gerade. Ja, der Bereich hier, das ist tatsächlich das Blödeste, was wir haben. Hier bauen sie aber gerade noch. Wird das hier unten genutzt? Geht. Auch nicht übertrieben. Hier wird aber noch gebaut, das heißt, das wird wahrscheinlich später genutzt. Nehme ich mal schwer an. Nachfrage. Dünn besiedelt. Parks haben wir gemacht. Zum Thema Transport kommen wir in der nächsten Folge. Da würde ich dann tatsächlich relativ schnell, glaube ich, die Busse machen. Können wir die schon machen oder muss ich die noch freischalten? Ich guck mal schnell. Kostet ja nichts. Ein Busdepot. Doch, doch. Busse gehen. Kosten natürlich wieder Geld. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wir können es uns im Moment leisten. Bei 13.000 plus. Also 13.000 verdienen wir pro Stunde. Ja, da können wir uns eine Buslinie leisten. Gut, da würde ich sagen, das machen wir dann morgen. Dass es morgen hier eine Buslinie gibt,
die dann den Verkehr eben auch schon entlastet entsprechend und wir dann, ja, hoffentlich dem Stau, dem drohenden, den ich tatsächlich kommen sehe irgendwann, logischerweise, man kennt das Spiel ja jetzt schon ein bisschen, dass wir dem entgehen mit Buslinien. Gut, da danke ich euch fürs Zusehen, hoffe, euch ein bisschen Spaß gemacht, 2 Folgen und wir sind tatsächlich, ja, bei 7.000 pro Stunde, die wir verdienen, vorher waren wir sogar bei 13.000. Ich würde sagen, das Ding läuft im Moment. Danke fürs Zusehen. Bis auf dich mal. Tschüss.